Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Kristall Nuzlocke Challenge. So, und ich sehe schon, wir sind in einer neuen Stadt. Ist das vielleicht... Ah, Azalea City. Hier leben Menschen und Pokémon in Harmonie. Ja, in Harmonie, genau. So, was hat Erik denn gemacht? Renate Level 15, sehr schön. Griselda Level 18, oh, Status. Tauboga! Ja. Das hat er gut gemacht schon mal. Und ansonsten hat er sich hier nicht viel Mühe gegeben und hat erstmal der Story weitergemacht. Okay. Kann Renate denn jetzt schon Intensität? Nein, kann sie noch nicht. Aber, naja, das geht schon. Wie ging's denn? Wie geht's denn jetzt? Na, wir gehen nochmal ins Pokémon Center. Braune Dächer. Din, 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 din. Ja. Pokémon Center. Was mache ich denn dann jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist irgendwie komisch. Also ich bin jetzt in der Stadt und Erik, es sieht aus, als wäre er gerade angekommen. Was ist das hier für ein Haus? Holzkohleofen. Oh, ach so. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder, was hier los ist. Hier geht es ja Richtung Fleckmundbrunnen. Aber hier, ist das hier oben? Nein. Hier war der Macher von den Aprikokos, ne? Der Ballmacher. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist ein Aprikoko-Weiß. Also, mit diesen Bällen habe ich nie viel anzufangen gewusst. Ist das richtig? Gut, dann gehen wir einfach mal durch. Und stellen uns dann direkt mal gleich Team Rocket. Wir machen da einfach... Ach, Stein... Ah. Dann ist das doch noch was anderes. Oder was? Oder ist der... Ist der Fleckmundbrunnen weit da vorne? Guck mal in die Karte. Pokécom war das. Karte, nein. Ja, Fleckmundbrunnen ist weit da vorne, okay. Dann nochmal rückwärts. Nein, ein Kampf. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal im Steinlächelwald. Oh nein. Oh, ein Honju. Das könnte man ja fangen. Wir probieren einfach trotzdem nochmal den Superball. Weil es auf Level 5 ist. Ja. Nein! Jetzt breit. Naja, es muss ja nichts heißen. Ja, Gift ist nicht so. Nein, wir sind vergiftet. Naja, das hält dann noch ein bisschen aus. Ich schmeiße jetzt erstmal noch einen Pokéball. Ganz viel A drücken. Ich fange dich schon noch an, Leo. Du wirst mir nicht entkommen. Nein! Aber ganz fast geschafft. Oh, das zieht 4 ab. Uiuiui. Das machen wir jetzt trotzdem noch einfach nochmal. Weil so schlimm ist es auch noch nicht. Jetzt aber. Und. Ja! Hornlio wurde gefangen. Jetzt fange ich hier schon wieder Pokémon. Unglaublich. Für Hornlio wird der neue Eintrag im Pokédex angelegt. Hornlio, Raupe, Größe 30 cm, Gewicht 3,2 kg. Der Stachel auf seinem Kopf enthält ein starkes Gift. Es setzt das Gift ein, um sich zu schützen. Möchtest du Hornlio einen Spitznamen geben? Ja. Und zwar nennen wir dich... Ach, das ist ein Mädchen. Ja, da habe ich auch schon einen Namen für dich. Gut. Dörte. Sehr schön. Dörte wurde auf PC übertragen. Da können wir uns ein Bibor draus machen. Und ich persönlich mag Bibor, weil die Attacken gar nicht mal so schlecht sind, finde ich. Zum Beispiel Furienschlag war das, Stachel und sowas. Naja, das werden wir mal sehen, was wir damit machen. Kann Bibo eigentlich fliegen lernen? So, jetzt geben wir aber erstmal Renate noch ein Gegengift. Das sollten wir vielleicht auch mal demnächst wieder auffüllen. So, wir gehen jetzt erstmal zurück nochmal. Der Fleckmundbrunnen ist also noch besetzt. Wir gehen einfach nochmal ins Pokémon Center, bevor wir in den Fleckmundbrunnen uns trauen. Guten Tag, willkommen Pokémon Center. Ja, das hatten wir ja eben alles schon. Ja, wir benötigen ein Pokémon. Sehr schön. Ach ja. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm, hier ist wieder vorbei. Ja. So, bist du eigentlich hier ein Angler? Gibst du mir eine Angel? Nein. Auf Bildbezirk können bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Ja. Schön. Also man kann maximal... 280 Pokémon lagern. Ist das nicht eine Frechheit? Viel zu wenig. Du.
ist gefährlich, da hineinzugehen, weshalb stehe ich hier Wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Ja. Ah, mir deucht, wir müssen jetzt noch in den Steineichenwald erstmal. Oh, das ist schon zu lange her, dass ich das gespielt habe. Aber dann nehmen wir noch mehr Gegengifte mit. Ach, ich bin hier nur im Hin und Her rennen, sinnlos. Ach ja, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. So. Ah, ich würde mir gern einmal Holzkohle kaufen für Parzival, aber das dürfen wir, glaube ich, nicht. Also wir haben kein Geld dafür, leider. So, wir nehmen jetzt erstmal hier noch viermal Gegengift mit. Ja, genau. Und naja, ein bisschen Paraheiler kann auch mal sein, wenn irgendeiner von denen irgendein Puder kann. Das ist auch nicht so schön. Aber da müssen wir müssen uns jetzt erstmal merken, dass man hier Holzkohle... Ach, das kriegen wir eh geschenkt, oder? War das nicht so, dass wir Holzkohle geschenkt kriegen? Da muss ich das ja gar nicht kaufen. Dann geht's ja. So, dann gehe ich jetzt erstmal wieder raus. So, Steineichenwald. Können wir gleich mal ein bisschen trainieren, wenn wir dann schon mal hier sind. Ah, wir müssen jetzt Porenta fangen, ne? Oh nein. Ach, das Schneider kriegen wir auch. Sehr schön. Wen bringen wir denn zur Schneider bei? Eieieiei. Safcon, na gut, dass Safcon nicht unser erstes geworden ist. Obwohl Smetbo auch gut gewesen wäre, das ist auch ein ziemlich starkes Pokémon. Wir machen einfach mal Steinwurf und gucken, was passiert. Ja, sehr schön. Sehr effektiv. Also gegen Käfer ist es gut, oder wie? Naja, gut. So, wo bin ich jetzt hier? So, ja, Pokéball. Mal sehen, was es ist. Und ein Kampf. Sehr schön. Oder auch nicht. Raupi! Ja, dann werden wir mal Raupi besiegen. Ja, naja. Ich lasse euch einfach die Musik genießen. So. Wobei die hier gefällt mir gar nicht so gut. Ja, das kann ich gleich verkaufen. Weil das dürfen wir nicht. Aber was ist denn hier los? Warum ist hier... Oh nein. Wo ist denn das Porenta? Ich bin verwirrt. Wie weit sind wir jetzt in der Story schon? Schon wieder ein Raupi. Renate. Die bringen ja auch leider wenig EP. Sonst könnte man irgendwie dafür sorgen, dass Renate mal Intensität lernt. Auf welchem Level entwickelt sich das eigentlich? Bestimmt erst 30 oder so. Na, man muss auch schon laufen können. Oder 25? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier los? Sag mal. So, tada. Gehen wir hier durch. Ja. Ich hätte vielleicht mal in die Häuser reingehen sollen. Kokuna. Das haben wir auch bald. Aber wir haben dann wenigstens ein Kokuna, das auch tackle kann. Denn wenn man die so fängt, sind die recht nutzlos. Mit Härtner ist nicht viel anzufangen. Ja. La la la. Und weiter geht's. Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Auch nicht so schlimm. Dann kann ich ja mal in die Häuser gehen und mal nachfragen, wie das da eigentlich aussieht. Ich weiß jetzt gar nicht, was Erik hier gemacht hat. Ach, die bringen auch keine EP. Nein! Jetzt benutzt es Härtner. Jetzt haben wir keine Chance mehr. Also, jetzt hat es Härtner benutzt. Oh je. Oh doch, haben wir doch noch geschafft, ne? So, 71 EP. Und wir sind nochmal durchgekommen hier. So, jetzt können wir nochmal gucken, wie das hier eigentlich aussieht. Ach, wir gehen jetzt erstmal zu dem Aprikoko-Sammler hier oben. Du. Wer bist du? Götz, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähl dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor drei Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmon ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Halte durch, Fleckmon, der alte Code ist auf dem Weg. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Dann folgen wir dem alten Code mal, der jetzt schon so gut auf dem Weg ist. Und gehen dort hinunter. Aber Fleckmon hat, glaube ich, auch Typ Wasser, ne? Ich werde erstmal Tauburga, Griselda nach vorne setzen, einfach um sicher zu gehen. Gut, und hinein. Der Fleckmon-Brunnen. Na?
Wer bist du denn? Hallo Götz! Die Wache da oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ach, mir ist nicht zu helfen. Götz, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Ja, man sollte vielleicht, wenn man Leitern runtergeht, auch versuchen, auch die Stufen zu treffen. Das ist gesprossen. Jetzt habe ich vergessen, was er gesagt hat. Er ist vielleicht misslich auf einen Posten verlassen oder so. Das habt ihr dann gesehen, sicher. Ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier hinuntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Hä? Aber der ist doch weggelaufen, hat er gesagt. Haben die Team Rockets andere Kampfmusik? Rocketrüppel möchte kämpfen. Schickt Radfratz in den Kampf. Ja. Los, Griselda. Griselda, zeig's ihm. Mit Windstoß. Wir haben ja jetzt auch einen Radfratz. Leider. Radfratz wurde besiegt. 109. Aber das dafür könnte ich dann jetzt eigentlich auch Kleinstein benutzen. Renate. Ich muss mich noch dran gewöhnen, immer die Namen zu sagen. Oh nein, ist der Druckzuck-Kick benutzt. Ja. Aber ich kann die Namen schon gar nicht mehr alle so richtig zuordnen. Das ist, fängt jetzt schon an. Oh, es war ein Volltreffer. Sehr schön. Gut, wurde besiegt. Ah, heute ist nicht mein Tag. War das die richtige Stimme? Egal. Okay. Boom, boom, boom. Oh, eine Rüpelin. Aber ich glaube, die heißt auch Rüpel hier. Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen abzutrennen? Ja, versuch uns alle zu besiegen. Na, freu dich mal nicht zu früh, Fräulein. Das ist kein Problem für mich. Rocket Rüpel möchte kämpfen. Das ist richtig sexistisch, das Spiel, ne? Rocket Rüpel schickt Zubat in den Kampf. Yay, mein absolutes Lieblings-Pokémon. Also, auf einer Stufe mit Radfratz. Tja, Zubat, dann tschüss. Die spielt bestimmt auch eine Nuzlocke-Challenge und war dann in der Höhle und musste einfach einen Zubat fangen. Und hatte keine andere Wahl. Oh, Rettan. Ja, weißt du, was Taubsi zum Frühstück ist, Rettan? Tauboga, Griselda. Schlangen. Nein, Giftstachel. Das finde ich gar nicht gut. Eigentlich müsste es ja korrekterweise bei Rettern Giftzahn heißen. Das Spiel enttäuscht mich heute, muss ich sagen. Also, du volllautes Balken, du volllautes Balk. Götz erhält 440 und schickt einen Teil nach Hause. So viel Ungenauigkeiten. Götz findet Supertrank. Ja, yay, Supertrank. Haben wir das schon? Ich glaube, der gibt 50, okay, ne? Und der nächste. Oh, guck mal, Fleckmon. Jetzt wollte ich doch Renate nehmen, Mist. Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Welcher Ruf? Oh, wenn ich Glück habe, dann schaffe ich es jetzt noch in der Aufnahmezeit. Rocket Rüppel möchte kämpfen. Rocket Rüppel schickt Radfratz in den Kampf. Ja, gut. Los, Griselda! Windstoß! Ja, also, ihr merkt schon, das ist jetzt nicht so spannend, hier die Rocketrüppe wegzuhauen. Zubat! Schon wieder. Auch wieder Level 9. Aber wir schaffen heute noch Level 19, so wie es aussieht. Aber wir müssen dringend mal wieder Parzival trainieren also vor allem Parzival, ja. Oh, da fehlt jetzt bestimmt nur noch ein EP oder so. Wartet mal, Leute, das muss ich mir mal schnell angucken. Dann, schaffe ich den Kampf hier nicht zu Ende, aber es ist auch nicht so schlimm. Das interessiert mich gerade mal. Einer ist ja geil. Wusste ich's doch. So. Auf Wiedersehen, Zubat. Zubat wurde besiegt, sehr schön. Level 19. Okay, gut. Rocketrüppel wurde auch besiegt. Du bist zu stark. Ja, bin ich. So. Stelle ich Erik jetzt noch in den Kampf? Nee, ich mache das nicht. Dann lasse ich mir lieber ein bisschen Zeit wieder bei der Verabschiedung. Ja, Leute. Dann setz ihm nochmal schon mal Renate nach vorne. Das war's noch später für diese Folge. Wir haben nicht viel geschafft, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. Gebe ich ganz offen zu. Und Erik wird dann demnächst wahrscheinlich wieder mehr Story machen. Dann bis zum übernächsten Mal. Tschüss.